Deine Mutter kann sich nur mit einem Kran bewegen. Bist du dumm oder so? Wer hat dir ins hingekackt, der dumme F***? Junge! Hallo, Winko. Hallo? Ja, hallo. Bist du schon vegan? Nein. Nein, warum nicht? Ich würde eigentlich schon gerne vegan sein, nur das Problem ist, wenn die ganze Familie zum Beispiel jetzt nicht vegan ist, dann ist es ja schwierig auch, weil... Hast du irgendwelche Tipps, wo man dann essen könnte oder so? Weil wenn deine Familie am Esstisch ist und dann Schwein isst oder so, dann ist es... Du kannst einfach... Bisschen, ja. Du kannst einfach deine Familie essen. Echt? Warum? Weil das wäre gut für die Tiere. Und dann musst du ihnen nicht beim Essen von Schweinen zuschauen. Also soll ich dann auch meine Onkel sonst essen, weil die essen immer Spanferkel. Weißt du, was das ist? Ja, die sollst du auch essen. Ja, weil die kommen aus Kroatien und in der Kultur ist es so, dass man gerne mal so ein Schwein isst oder dich... Finde ich eigentlich auch lecker, aber natürlich sollten wir die Tiere nicht so wie McDonald's, wo dann diese Chicken Wings geschreddert werden und so, das ist natürlich nicht so gut. Aber wenn so ein Schwein so, keine Ahnung, 3 Jahre oder so lebt und gut gehalten wird, finde ich das eigentlich ja noch okay, wenn das gegessen wird. Ich nicht, du Furzgesicht! Ich wollte 4 Jahre leben! Ja, oder halt 5. 6! Okay. 6! 6? Ja, okay. Was soll ich jetzt machen? Soll ich vegan werden? Und dann Salat essen? Ja, willst du. Okay. Hätten wir das auch geklärt. Ja, Aber das ist ein bisschen schwierig halt, ne? Weil wenn die ganze Familie natürlich das ist, was soll ich dann machen? Du hast keine Tipps, irgendwas, was ich machen kann. Ich hab dir schon 2 Tipps gegeben. Deine Familie essen und Salat. Ja, meine Familie essen. Wer dir ins hingekackt hat, dumme F***. Junge. Junge, chill. Junge, die Tiere wollen 5 Jahre leben. Ihr bimmt die Mutter. Ja. Lass ihn Ruhe, ja. Bruder. Nee. Kannst du mich nicht nennen. Ich esse so gerne Fleisch. So gerne. So 300 Kilo Fleisch. Schweinefleisch. Ich esse 400 Fleisch von deiner Mutter. 400 Geil. Kilogramm. Deine Mutter einfach Geil. Und ich esse deine Mutter, die über 500 Kilo. Kilo deine Mutter kann sich nur mit einem Kran bewegen. Deine Mutter ist wahr. Meine Mutter hat so ein schweres, schwiegendes, schlechtes Gewissen. Man kann sie nur mit einem Kran bewegen, weil sie keine Veganerin ist. Kannst genau. Sie gern essen. Sie ist so fett wie Eiffelturm. Nein, tatsächlich aber, nicht, aber sie ist aber so Schweinefleisch ist halt schon gut eigentlich, weil das schmeckt halt einfach gut und so ein, zum Beispiel so ein Cevapcici, das ist sag schon... Noch, sag nochmal, wie sagt man's? Cevapcici. Einmal noch. Das schmeckt schon sehr, sehr lecker, lecker. Lecker. Lecker, genau, und deswegen so ein Spanferkel zum Beispiel, wenn man nach Kroatien fährt oder so, dann ist es auf jeden Fall schon lecker, auch mal so ein Schwein einfach schlachten. Vielleicht auch einfach enge Tierhaltung auf 1 Quadratmeter. Ist auf jeden Fall sehr sick. Also das finde ich halt auch einfach geil, da bekomme ich auch einfach so einen Steifen. Ja, voll ich auch. Und wie geht's dir so, wenn du so nur Salat isst? Bist du so ein Pflanzendinosaurier oder? Ja, mit deinem komischen Boxerschnitt. Junge, du lässt halt wirklich alles raus. Du bist so getriggert, dass ich nicht getriggert bin. Du bist so, scheiße, was kann ich hier noch erzählen? Scheiße. Ich bin schon auf Mutter gegangen, ich habe sie mit den Schweinen auf der Massentierhaltung provoziert. Oh, ihre Haare, ich gehe doch auf Haare. Er bemüht sich so hart. So eigentlich. Einen großen Applaus an diesen Troll, der sich wirklich, wirklich bemüht. Vielen, vielen Dank. Troll, ich bin kein Troll. Troll, ich bin kein Troll. Ich bin... Ja, das ist gut, ich habe noch eine Frage, ne? Ich hab noch eine Frage. Eine Frage? Eine Frage, darf ich dich stellen? Ja, du darfst alles. Komm, lass es raus. Du tust ja quasi Schweine lieben, oder? Nein. Oder andere Tiere? Nein. Du liebst sie nicht? Nein. Okay. Und sonst, wie läuft der Unfan so? Machst du Fett Para? Para. Also Fett Para. Fett Para. Aber kauft sie eh keiner, weil ich weiß nicht. Ja, stimmt. Dann mach ich wohl nicht so Fett Para. Nee, machst du, denke ich mal nicht. Na ja, dann Fortnite und so. Ja, was? Ich bin nicht so gut drin. Ja, okay, aber eigentlich eine Frage, weißt du was? Was? Weiß ich was? Nix. Nix? Was? Nix, genau, nix einfach. Und sonst, hast du aber irgendwelche Gerichte, wo man so essen kann als kein Veganer, so ein, vielleicht so ein Schweinefleisch oder so? Nein. Warum nicht? Weil, egal was ich dir jetzt Seriöses sagen würde, es wäre vollkommen verschwendete Hirnleistung an dich. Also okay, dann überzeug mich jetzt, dass ich vegan werde. Wie soll ich denn vegan werden? Weil, ja, du sagst, wenn meine Familie nicht vegan ist, ne, dann soll ich meine Familie essen. Hä? Ja. Du willst, dass die Leute vegan werden, aber gibt's solche dummen Argumente. Bist du dumm oder so? Ja. Antworte doch mal normal, Digga. Du wunderst dich noch, warum dich keiner mag, Digga. Junge, du hast dich ungefähr in jeder Sprache hier heute beleidigt und du verlangst von mir, dass ich dann normal antworte. Nee, wenn nur in zwei eigentlich. Wenn dann werde ich auch nicht ernst antworten. Ich du kannst einfach mal den Schalter nur umlegen. In Deutsch beleidigt und in Jugoslawisch. Ja, okay. An allen Sprachen, die du beherrschst. Ja, Spaß. Ja, ich kann eigentlich nur null.
Ja, okay, dann reden wir jetzt normal, oder? Normal, los geht's. Würdest du Menschen essen, die unschuldig sind? Nein. Okay, das finde ich sehr beruhigend. Hätte ich nicht von dir erwartet, Kannibal. Tatsächlich. Erstmal ein großes Doppel-V dafür. Aber warum dann unschuldige Tiere? Ja, weil das ist ja jetzt, denke ich mal, in unserer Gesellschaft. Es ist ja, denke ich mal, so normal, dass man, also da wird man quasi reingeboren, dass man das isst, keine Ahnung. Außer man wird von irgendwelchen Veganern schon geboren. Also, die essen schon nur vegan, seitdem du geboren bist. Aber macht die Tatsache, dass du es immer schon gemacht hast, das in Ordnung, dass wir Rosalinde aufstechen, nur weil es immer schon so war? Also, Rosalinde, die kam Burschi Kurats. Ich weiß leider nicht, was Burschi Kurats ist, ich weiß nur, was Burschi Kos ist. So, ja, nee, ich meine halt damit, dass, was Rosalinde, ich kenne die jetzt nicht genau. Und, ja, was soll ich machen? Egal, Rosalinde, die schmeckt auf jeden Fall gut. Genau, aber ich darf sie trotzdem, guck mal. Genau. Jetzt bist du wieder in deinen alten Trollmodus verfallen. Ich hatte kurz Hoffnung, dass das jetzt vielleicht ein bisschen seriöser wird. Nein. Ich geb zu, Rosalinde schmeckt gut, okay? Sie schmeckt gut, Rosalinde und all ihre Freunde schmecken gut, ja? Das klammern wir jetzt erstmal aus. Wir waren jetzt gerade noch bei dem Traditionsargument. Ich bin auch so aufgewachsen wie du, dass ich Tiere gegessen habe. Aber ist das deswegen in Ordnung, nur weil ich so aufgewachsen bin? Gewalt? Nee. Okay, sehr gut. Dankeschön. Natürlich nicht in Ordnung. Sehr schön. Also, was hast du dann jetzt noch für eine gute Rechtfertigung? Eine Rechtfertigung heißt eine gute Begründung für Gewalt an Tieren. Gewalt an Tieren? Ja, das ist ja Gewalt, was passiert, wenn man nicht vegan lebt. Diese Tiere werden versklavt, abgestochen, erniedrigt, von ihrer Familie getrennt. Das ist ja Gewalt. Aber zählen da Insekten auch dazu eigentlich? Ja, wenn man das absichtlich, direkt und wissentlich macht, dann ja, definitiv. Also, willst du auch sagen, wenn du mit deinem Auto dich fortbewegst, du warst auf der Autobahn und dann fährst du ja Autos. Aber du weißt ja, wenn du jetzt mit deinem Auto auf der Autobahn fährst, dann weißt du, dass du Leute tötest. Richtig. Und ich weiß auch, wenn ich im Jahr Auto fahre, dass im Jahr 12.000 Menschen an Autounfällen sterben. Genau. Ja. Kann sein. Ich bin noch nicht gestorben und ich kenne auch keine Tiere. Das Leben heißt, dass du in irgendeiner Form leider, auch unabsichtlich, Tieren irgendein Leid zufügen kannst. Wobei gegebenenfalls sogar die Alternative für diese Tiere, wenn es all diese Straßen und Autos nicht gegeben hätte, vielleicht sogar eine schlimmere Alternative gewesen wäre. Also das Heuchelei-Argument hier funktioniert nicht unbedingt. Und zusätzlich bietet die Tatsache, dass wir Menschen und oder Insekten beim Autofahren töten, keine Rechtfertigung dafür, direkte Tierrechtsbrüche oder Menschenrechtsbrüche zu begehen. Wir können nicht einfach ein Schlachthaus mit Menschen oder auch Insekten oder Rosalindes bauen, nur weil bei der Fortbewegung, beim Waldspaziergang, beim Einatmen auch Insekten, Mäuse oder Menschen draufgehen. Ja, dafür aber brauchst du eine Rechtfertigung. Wieso wird, wenn du ein Tier züchtest, versklavst, unterdrückst, ihm seinen Personenstatus aberkennst, dann brauchst du dafür für eine Rechtfertigung. Was hast du dafür für eine? Ja, die haben Platz. Was? Ja, die Tiere haben doch Platz. Also die haben ja so ein Gehege, ne? Dann werden die rausgewandert, dann werden die gegessen. Und wenn die jetzt in der Wildnis rumlaufen würden, dann würden die ja... Okay, darf ich Menschen... Darf ich Menschen auch so behandeln? Nein, aber ich verstehe nicht, wieso du die ganze Zeit Menschen mit Tieren vergleichst. Weil wir gleichermaßen fühlen können und das ist genau das Argument, auf das es hinausläuft. Tierrechte sind die logische Erweiterung von Menschenrechten. Wenn wir Menschen das Recht darauf geben, nicht versklavt zu werden, obwohl Menschen bei Autounfällen, bei Baukonstruktionen oder sogar beim Spazierengehen sterben und von uns getötet werden, unbeabsichtigt, dann erkennst du trotzdem, dass das keine Rechtfertigung wäre, dass wir Menschen absichtlich direkt züchten, versklaven, von ihrer Familie entreißen und als Ware handeln. Warum dann also bei den Tieren? Ja, weil einfach die Tiere, gibt es mehr Tiere auf der Welt und die werden auch gezüchtet, also werden ja mehrere gemacht quasi, ne? Ja, dann gibt es mehr Tiere und dann kann man auch mal ein paar essen, oder wie siehst du das? Ja, ich sehe es eben anders. Oh, also soll ich jetzt einfach Menschen essen? Nein, du könntest einfach vegane Sachen essen. Und was wäre das? Salat die ganze Zeit, Salat rein. Obst, Gemüse, Getreide, Hülsenfrüchte, Nüsse, Bohnen, Samen, Pilze und Vitamin B12-Supplemente. Aber es ist ja auch nicht so, dass man jeden Tag die ganze Zeit nur Schwein isst. Wenn man jetzt irgendwo hingeht und dann ein Schwein isst oder so, dann geht es ja, ne? Aber wenn man es die ganze Zeit isst, dann verstehe ich auch, dass es dumm ist. Wenn Warum man jetzt ist das jeden dumm, Tag ganze Schwein isst. Wenn man jeden Tag Rosalinde isst, aber nicht dumm, wenn man nur manchmal Rosalinde isst. Ja, weil da nicht so viele sterben. Okay, darf ich manchmal Menschen essen, wenn ich es nicht jeden Tag tue? Ja, natürlich kannst du Menschen essen, wenn du es willst, wenn du es geil findest, aber... Okay, nochmal ich würde keine Menschen kurz, essen. Ich darf Menschen ins Schlachthaus schicken. Ja, nee, kannst du dazu zwingen. Genauso wie die Schweine. Aber wäre das in Ordnung, wenn ich das mache? Ja, das ist ja dir überlassen, du wirst halt dann bestraft. Die Leute, die wohl Massentierhaltung machen, die werden ja auch bestraft dafür. Nein, du wirst nicht bestraft. Nein, wenn die nicht. Du jetzt im Gefängnis. Hast du schon eine Anzeige dafür bekommen, dass du ein Tiermörder bist? Ich mörde es ja nicht, ich nehme es lediglich,
Wie heißt es? Lediglich nehme ich das natürlich zu mir. Ja, aber du zahlst ja jemanden dafür, ein Tier für dich zu ermorden. Das heißt, du gibst einen Mord in Auftrag. Das wäre schon auch eine Straftat bei Menschen. Ja, warum wäre das aber keine Menschen Straftat, gibt, wenn es man gibt das keine Tier... Menschenwurst. Hm? Ich könnte ja Menschenwurst machen. Wäre das in Ordnung, wenn ich Menschenwurst machen würde? Naja, eigentlich nicht, aber du könntest das machen, ja. Okay, aber es wäre nicht in Ordnung, wenn ich das Menschen antue. Warum ist das in Ordnung, wenn ich das Tieren antue? Ja, weil Tiere das... Natürlich ist es nicht in Ordnung, dass man das denen antut, aber... Oh, also was ist nicht vegan machen, sein, ne? Nicht in Ordnung? Würdest du dem zustimmen? Nicht vegan sein, nicht in Ordnung. Ja. Vegan ist ja kein Fleisch nur, ne? Nein, das nee, ist keine tierischen Produkte. Ja, genau. Also auch keine Milch oder so. Richtig. Wieso denn aber nicht? Ich meine, die Kuh wird doch gemolken. Das ist doch nicht schlimm, die wird ja nicht getötet. Warum macht denn eine Kuh Milch? Keine Ahnung, damit wir es trinken. Denk mal hart drüber nach. Warum macht eine Kuh Milch? Damit die für uns trinken und damit die ihre Kinder trinken gibt, damit die für uns trinken machen können. Genau, also das mit den Kindern war gerade schon eine ganz, ganz heiße Fährte. Mhm. Erklär nochmal, was hat Milch mit Kindern zu tun? Erklär nochmal. Milch. Wie mit Kindern, naja, die tut halt damit ihre Kinder doch also trinken lassen, halt, dass sie nicht verdursten. Richtig. Oder die essen, die ja, trinken genau. Das ja, oder nicht? Das heißt, eine Kuh muss ein Kind bekommen, muss schwanger sein und ein Kind bekommen. Wie jede Mutter gibt sie nur Milch, wenn sie ein Kind bekommt, also wenn sie schwanger wird. Jede Tiermilch ist Muttermilch. Das heißt, obwohl du eigentlich ein abgestillter, erwachsener, junger Mann bist, trinkst du immer noch die Muttermilch von einer fremden Spezies. Und was passiert mit dem Kind von der Kuh, nachdem sie vergewaltigt wurde, um es zu bekommen? Was? Wer wird vergewaltigt? Die Kuh. Ja. Was passiert mit der? Die macht Milch und wir ertrinken es. Was passiert mit dem Baby? Das wird aufgewachsen, in guter Haltung, und dann wird es Milch für uns produziert. Damit wir überleben, also wir zusammen, wir machen einfach gar nichts mehr mit Tieren und dann geben wir alle Flötches. Weil dann können wir keine Flötches? Milch mehr trinken und so. Ja halt, dann sterben wir alle. Ah, das hab ich noch nie gehört. Also, die Kuh, ihr wird das Kind weggenommen. Das Kind wird meistens ermordet, weil die Fleischindustrie und die Milchindustrie sind ein und dasselbe und die Kalbsfleischindustrie ist die Milchindustrie. Aber die werden das, wenn sie ausgewachsen sind und fett, dann werden die das geschlachtet. Nee, also in der Milchproduktion, Milchindustrie wird es sonst viel zu viele Nachwuchs geben, weil die Kühe müssen ja jedes Jahr einen Nachwuchs haben, um praktisch durchgehend Milch zu bekommen. Und die Männchen, die geben ja sowieso keine Milch und die legen auch diese Rasse zu wenig Fleisch an, um dann als Fleischkühe großgezogen zu werden. Deswegen sie meistens im Kälberalter versklavt, durch das halbe Land geschickt und ermordet werden. Und das ist eine Industrie der Gewalt. Und auch die ganzen Kühe, die haben es nicht so schön, wie du es gerade beschrieben hast, dass die halt Milch geben und tralala. Wie gesagt, die machen den psychischen und physischen Horror durch, dass man ihnen das Kind entreißt, dass man sie zum Schlachthof schickt, dass man das Kind ermordet, dass man dann der Mutter, wenn sie keine Milch mehr gibt, also wenn sie keine Milch mehr hat in ihren Eutern, was passiert dann mit ihr? Weiß ich nicht, dann macht sie keine Milch mehr, dann wird die geschlachtet und gegessen, oder? Genau, sie wird ermordet, deswegen reicht vegetarisch sein nicht, weil es immer noch eine Industrie der Sklaverei, Unterdrückung, Kindesraub, und Gewalt ist. Und was sollte man sonst für Milch trinken? Es gibt Sojamilch, Hafermilch, Mandelmilch, Lupinenmilch, Cashewmilch. Es gibt ganz viele pflanzliche... Ja, was ist Sojamilch? Das ist aus Pflanzen, oder? Aus was ist wohl Sojamilch? Rat mal. Ja, aus Pflanze. Gras oder so. Ja, keine Ahnung, wie die heißt. Sojapflanze oder so. Richtig. Ja, und dann trinke ich nur Sojamilch zum Beispiel und Haferflocken. Zum Beispiel, das ist ein gutes Frühstück. Das esse ich zum Beispiel zum Frühstück. Erst, also guck mal, du tust irgendwelche, die Leute, die an Jesus und Gott glauben, sagst du zu denen, Arche Noah gibt's nicht, ne, weißt du, ich mein? Ja. Wieso sagst du das? Wieso behauptest du das? Warum behaupten sie, dass es die gibt? Ja, natürlich, weil das ist mein Glaube, also glaube ich natürlich auch daran. Aber wieso tust du dann Leute, die daran glauben, so sagen, ja, du tust sie so komisch... Wie heißt es? Du sie beleidigen. Okay, würdest du, also beleidigen ist subjektiv, wenn ich jetzt beleidigt habe, sie beleidigen mich, könnte ich genauso gut sagen, wenn sie an etwas glauben, woran ich nicht glaube, dann kann ich genauso gut sagen, sie beleidigen mich. Es ist komplett subjektiv und ich denke mal, du würdest mit einem erwachsenen Mann, der immer noch an den Weihnachtsmann glaubt, auch ein bisschen scherzhaft umgehen, oder? Weihnachtsmann, du vergleichst Gott mit Weihnachtsmann, oder wie? Ja. Also du denkst einfach, es hat sich irgendjemand das hier nicht ausgedacht. Also wir sind einfach hier so gespawnt, oder? Weiß ich nicht. Die ersten Menschen. Und dann ist natürlich auch so, weißt du mal, das hat sich nicht irgendwie jemand ausgedacht. Kann sein, aber ich werde deswegen nicht fix rumgehen und in irgendeine Arche glauben, wo zwei von jeder Spezies drauf waren. Und wenn du da nicht im metaphorischen Sinne, sondern im tatsächlichen Sinne dran glaubst, als Arzt, dann mache ich mir ganz, ganz harte Sorgen um dich.
Ja, keine Ahnung, da war der Arzt wohl ein bisschen komisch, ne? Wenn er daran glaubt hat. Ich meine, wer glaubt daran? Gott ist schon cringe. Du hast ihn einfach in seinem Glaube beleidigt. Guck mal, genau solche Äußerungen. Ja, ich habe mich jetzt hier einfach angeschlossen. Bin jetzt auch einfach kein Christ mehr, weil, keine Ahnung. Ja, genau. Du hast mich jetzt überzeugt, die Arche gibt sich. Das ist alles nur Sklaverei und so. Okay, wie gesagt, zurück zum Thema. Warum dürfen wir Tiere versklaven, aber Menschen nicht? Aber wie versklaven? Was machen wir denn? Es gibt doch Tiere, die wohl so gerecht gehalten werden. Also ich habe das was auch nicht gut ist, sagen wir. Von irgendwie Massentierhaltung oder sowas geredet, sondern von jeglichem Tiermissbrauch, von jeglichem Handel mit Tieren. Handel mit Tieren, wie meinst du das? Dass wir das essen oder was das Fleisch von denen? Objekte gehandelt, verkauft, nachgezüchtet, ermordet, für wirtschaftliche Zwecke ausgebeutet. Das ist Handel mit Tieren, ja? Ja, aber Leute, da verdienen ja auch Leute ihr Geld. Okay, und wenn ich jetzt Menschen handeln, junge Frauen verkaufe und damit verdiene ich mein Geld, ist es deswegen gerechtfertigt? Naja, aber du vergleichst es immer mit Menschen. Richtig, ich vergleiche es mit Menschen, weil sie gleichermaßen fühlen können. Weil ich objektive Parallelen und Unterschiede erkenne. Und wenn ich Menschen das Recht darauf gebe, nicht versklavt zu werden, dann musst du mir einen relevanten Unterschied dazu geben, warum ich das bei Tieren machen darf. Du hast ja schon ein bisschen recht, dass es dumm ist. Aber ja, jetzt ist ja eh schon zu spät, dass jeder vegan wird. Jetzt sind zu viele Menschen nicht vegan. Das kann sich jetzt keiner vorstellen, dass man jetzt vegan wird. Also du gibst gerade zu, dass es dumm ist, nicht vegan zu sein. Wie? Hast du gerade gesagt, es ist nicht gut, dass die Leute halt... Ja, kann sein, dass ich so gesagt habe. Kann sein. Also ist es dumm von dir, nicht vegan zu sein? Ich würde mal sagen ja, ne? Weil das ist ja natürlich dumm, dass die ganzen Tiere sterben. Das hast du schön gesagt. Also was wirst du jetzt tun? Weiterhin etwas... Dummes, gemeines, gewalttätiges tun oder vegan leben? Ja, ich werde weiterhin nicht vegan leben, weil... Ja, wieso? Es ist jetzt eh schon zu spät, wenn ich jetzt vegan werde, das ist... Keine Ahnung. Soll ich jetzt nur noch... Ich soll jetzt früh aufstehen, sondern... Keine Ahnung, kann ich mir nicht vorstellen, jetzt vegan zu sein. Wenn du ab jetzt vegan bist, dann tust du einfach nicht mehr das, was du gerade als dumm bezeichnet hast. Und es passiert nicht mehr in deinem Namen. Und du kannst weiter Leute davon überzeugen, dass wir keine Tiere mehr versklaven, sodass wir irgendwann mal Tierrechte haben. Aber vor allem, das Wichtige ist, es passiert nicht mehr in deinem Namen. Wie in meinem Namen? Jetzt gerade passiert Gewalt an Tieren in deinem Namen. Das würdest du niemals Menschen antun, oder? Ja, Menschen sind ja auch keine Tiere. Menschen sind Tiere, aber selbst wenn Menschen keine Tiere wären, biologisch Säugetiere, würdest du das niemals Menschen antun und sie können gleichermaßen fühlen wie Tiere. Also warum sollten wir das Tieren antun? Was ist, wenn man den Menschen einfach einen geraden Kopfschuss gibt, dann merken die auch keinen Schmerz. Also ich darf auf die Straße gehen und Menschen einen Kopfschuss geben, ihre Körper verkaufen. Also, du musst ja die ganze Zeit die Menschen erwähnen. Das hast du Menschen und Tiere, gesagt, die fühlen Menschen zwar... Menschen einen Kopfschuss geben darf, das war jetzt gerade deine Aussage. Hä? Du tust die ganze Zeit, wenn man ein Tier einen Kopfschuss gibt, gibt man einen Mensch einen Kopf. Ja, auch mal aussprechen lassen, ne? Weiß Bescheid. Wenn du was Sinnvolles sagen würdest, hätte ich damit kein Problem. Aber du hast mir einer Frage ausgewichen. Du hast gesagt, wir dürfen Tieren in den Kopf schießen, aber du würdest Menschen nicht in den Kopf schießen. Du hast aber zwischenzeitlich auch schon gesagt, dass nicht vegan sein dumm ist. Ich stelle dir jetzt noch eine letzte Frage und dann wirst du gekickt. Ja. Ich habe dich vor die Frage gestellt. Wirst du ab jetzt vegan sein oder weiterhin etwas tun, was du für dumm erachtest? Und du hast gesagt, du wirst weiterhin dumm sein. Würdest du auch weiterhin dumm sein, wenn es darum gehen würde, dass du jetzt weiterhin wie ein dummer Mensch isst? Ja, also nein, ich würde jetzt auf jeden Fall keine Menschen mehr essen. Cool. Oder generell warum essen. Entscheidest du dich dann in Frage bei den Tieren für die Seite der Gewalt und Dummheit? Warum? Naja, weil ich mir, da ich erstmal zwei Schweine reinlernen will und das auch machen werde und es auch geil finde einfach. Haben wir jetzt gekickt. Zwei Dinge sind unendlich, hat doch schon Albert Einstein gesagt, das Universum und Dummheit der Menschen.